Moin Leute und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SimCity 4. Ja, wir sind wieder zurück. Auf dem Fußballfeld arbeitet gar niemand. Okay, dann würde ich mal sagen, erstellen wir mal kurz einen neuen Sim. Was heißt das eigentlich? Von A bis Z, okay, nee, nach Geschlecht. Wir stellen ein den da. Oma Magent. Okay. Einziehen. In eine viktorianische Villa. Ja, klar, wieso nicht? So, und du arbeitest hier. Junge, du beschwerst dich über den Bus. Ist das dein Ernst? Du fährst nämlich ja so einen Porsche in Rot. Voll geil. Und du tust das machen. Wunderbar. Straße platzt aus allen Nähten. Okay, das haben wir anscheinend immer noch. Die dicke Luft, die Luftverschmutzung. Pflanzen sie Bäume, legen sie Parks und die Vögel sind schon gen Süden geflogen. Okay. Und bald werden die Sims es ihnen gleich tun. Okay, wo ist denn... Ist es immer noch so hoch? Ich habe hier doch überall Bäume gepflanzt und Parks. Wann akzeptiert ihr das? Hey, akzeptiert ohne Nass keinen Spaß. Haben wir schon wieder zu wenig. Oh, die geht immer weiter runter. Wir haben fast keine Energie mehr. Wir haben noch ein bisschen Wasser. Gottes Willen, Gottes Willen, Gottes Willen. Okay, wegen der Energie kümmere ich mich gleich. Ich würde mal sagen, wir machen kurz Pause. Aber wenn ich jetzt hier Bäume platziere, muss es doch gehen. Oder nicht? Oder wie sieht's aus? Oder bauen die wieder ab? Gut, werden wir mal sehen. Ohne Nass kein Spaß. Ja, 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 gut. Wir schauen mal schnell. Es gibt hier eine große Wasserpumpe. So. Die kostet 350 und bringt 20.000. Und die kostet 3.150 und bringt 200 pro Monat. Okay. Das würde ja heißen, die ist billiger. Das sind Sachen ohne... Oh, 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 oh. So. So, die zwei reiße ich jetzt ab. Und das Wasser drehen wir jetzt schön runter. Ich würde mal sagen auf 2000 rum. So. Oh, jetzt muss ich mich um die Energie kümmern. So, du bist eigentlich voll aufgedreht. Dich können wir noch ein bisschen höher drehen. Müssten wir ja eigentlich noch ein bisschen Energie übrig haben. Du hier oben hast keine Anbindung. Mischtanks. Okay.
Oder was hat hier keine Anbindung? Gut, die Mischtanks sind ja jetzt weg. Nee, halt. Das hier hat keine Anbindung. Ups. Jo gut. Straße platzt aus allen Nähten. Okay, welche denn? Welche platzt aus allen Nähten? Ups, jetzt habe ich das geschlossen. Dieser Straßenabschnitt. Okay. Wie können wir das regeln? Wir könnten eins machen. No. Wir könnten eins machen. Das hier zu einer Einbahnstraße und das hier zu einer Einbahnstraße. Und das machen wir so. So. Jetzt bin ich gespannt, was die da machen. Sind erfahren, dass so viele Autos drüber. Boah! Nee, halt, das war hier. Achso, ja, jetzt ist da null, ist ja klar. Ja, aber das wird. Irgendwie wird es hier mit der Luftverschmutzung nicht besser. Hä? Kann ja nicht sein. Wasserverschmutzung ist eigentlich auch so gut wie unten. Ich wollte gucken wegen. Was wollte ich denn jetzt gerade gucken? Ach, wegen Verkehr. Okay. Die Straße würde noch aus allen Nähten platzen. Ja, dann fahrt da nicht lang! Für was mache ich euch denn hier große Straßen rein? Das ist wie bei uns hier typisch in Stuttgart, ey. Alle wollen außen rumfahren. Wasser haben wir jede Menge Reserve, Energie haben wir eigentlich auch noch Reserve. Oh, was wollt ihr denn alles? Okay, Agrar wollen sie gar nicht. Okay, Attraktivität von dem kleinen Gewerbe. Ihr möchtet. Ah, okay, ihr möchtet in die Industrie rein. Das ist auch nicht schlecht. Die möchtet es nicht. Okay, aber die kleine. Das kleine Gewerbe möchte rein. Ist machbar. Okay. Ihr möchtet aber auch. Ihr möchtet einfaches. Also ihr möchtet die ganzen. Die drei hier haben. Legt. Ich verstehe das immer noch nicht. Hier steht eigentlich Agrarbereich, ja, aber hier steht S. Also S ist für. Keine Ahnung. Aber das hat auch nur ein Zeichen. Das heißt, das ist eigentlich das Schwache. Dann haben wir hier das Durchschnittliche. Und dann haben wir hier das Hohe. Oh, wir haben fast kein Geld mehr. Sehe ich gerade. Oh! Okay. Ich glaube, wir haben zu viel gebaut. Ups! Was sagen denn unsere Finanzen? Wir machen Minus. Das ist nicht gut. Warum machen wir denn so viel Minus? Da kann man alles ein bisschen runterschrauben. Straßeninstandhaltung, öffentliche Dinge hier. Die können wir runtersetzen. Jetzt schaltet schon wieder diese beschissene Kirche. Stadt. Ja, okay. 100. Was haben wir hier noch? Öffentliche Sicherheit, Feuerwehr, Polizei. Ja, okay. Gesundheit und Bildung. Okay, das können wir ein bisschen drehen. Oh, wir haben einiges öffentliche Verkehrsmittel. Okay.
Ja, es tut mir aber sehr leid. Ich glaube, die wollen bestimmt nicht mehr bauen, wenn ich das jetzt erhöhe. Aber wir müssen ein bisschen mehr Plus machen. Deshalb müssen wir hier etwas umstrukturieren. Das heißt, so viel wie, dass das nicht geht. Okay, warum geht das nicht? Okay, das geht. Das ist schon mal gut. Also jetzt gucken wir das nochmal an. Die möchten schwaches, mittleres und sehr wenig hohes. Schwaches, ihr wollt überall hin. Mittleres, ich kann nicht hier oben hin machen. Und Hightech möchte ja hier überhaupt nicht hin. Hightech möchte ja ins Wohngebiet. Das heißt, Hightech werde ich hier hinten erstellen. Okay, das heißt, ich erstelle euch mal kurz hier, wie gesagt, mittleres. Geht gar nicht so einfach. Da echt nur Agrar. Was haben wir jetzt? 2, 3, 9. Okay. 1, 2, 3. So. Oh, das ist schon. Okay. Das heißt, hier kommt für euch. Ich mach's jetzt einfach mal rein, ob es funktioniert, weil da steht ja eigentlich Agrar. Ich probier's mal. Ansonsten reiß ich's wieder ab. So, ihr möchtet hier hin. Weil das und das ist ja was komplett anderes, aber gut, das andere will hier oder will auch hier hin. Hätten wir noch einen Platz, um das auszuprobieren? Nein. Gewerbegebiet. Ach, das geht nicht. Okay, Moment. So. Das heißt, wir können das, ach no, das überall noch eins frei. Oh. Hier natürlich dann das gleiche. Okay. Hä? Wieso kann ich die Straße jetzt nicht so bauen? Kann ich nur die Straße parallel bauen? Das ist ja scheiße. Das ist doch Kacke. Von mir aus, dann baut so, ist mir eigentlich völlig egal. So, nee, das will ich nämlich genau nicht, weil ihr sollt über die Schnellstraße, über die Allee hier unten fahren.
ist doch mal nicht schlecht aufgebaut. Was möchtet ihr denn überhaupt? Ihr möchtet schwaches? Schwaches Gewerbe. Schwaches Gewerbe möchte wahrscheinlich eh überall hin. Hier nicht so. Ja doch, das ist überall gleich. Alles klar. Gut, dann regt sich schwaches Gewerbe hier oben. Und Wohngebiet schwach hier unten. Ich bin im Schwachen, ne? Ja. Genau, dann mache ich da noch ein paar Parks rein. Tennisplatz. Flup. So, ihr braucht glaube ich noch Wasseranschluss. Genau. So, und die Energie sollte dann eigentlich zu euch rüberspringen. Wie gesagt, das probieren wir jetzt mal kurz aus hier oben. Ich hab die Hightech vergessen. Das Schwache möchte eh überall hin. Ja, das heißt aber auch, winziges Wasserbudget dreht statt den Hahn zu. Nicht was auf, ey. Wir müssen doch Geld reinkriegen. Top-Polizisten fordern Moneten für Hubschrauber. Monatliche Kosten. Nein, haben wir gerade nicht. Was wäre das denn? Ne, das ist Feuerwehr. Ah, hier, das Luxuspolizeirevier. Ne, haben wir nicht. Tut mir leid. Wir haben gerade kein Geld dafür. Wait, das ist doch jetzt ein anderer Abschnitt. Muss ich jetzt eigentlich verarschen? Ja, aber wie soll ich den ausbauen? Ach du Scheiße. Oh. Okay. Ja, wenn das so ist. Monatliche Kosten 0,05. Monatliche Kosten 0,10. Und wenn ich solche Verbindungen da reinmache, was passiert dann? Sowas? Was passiert denn? Oder ich baue euch hier endlich mal die Allee fertig. So. Ups. Gingen ein paar Häuser flöten. So, die waren einfach weg. So, Play. Wir machen Play. Wieso bauen die da oben nicht? Hm. Komisch. Ihr habt doch eigentlich alles. Oder habt ihr keinen Strom? So? Leute, hier vorne ist eine Allee.
So, Bums, fertig, aus. Kommt ihr dann nicht mehr lang. Dann fahrt ihr jetzt entweder Autobahn oder sonst irgendwas, ja? Aber ihr geht jetzt mir nicht mehr auf die Nüsse. Ihr fahrt hier gefälligst über die Allee. Mein Gott, ey, die Sims muss man auch immer dazu leiten. Ich krieg die Luftverschmutzung nicht runter. Gibt's ja nicht, oder? Jetzt habe ich Parks angelegt, aber es passiert ja nichts. Okay. Es gibt doch hier so eine Stadtverordnung. Das ist. Oh, irgendwo. Verordnung zur Luftreinheit. Punkt. Geldbestand in Stadtressort lässt, fällt aus allen Wolken. Bürgermeister, die Potato. Wir können nicht ausgeben, was wir nicht haben. Im letzten Jahr haben ihre Ausgaben die städtischen Einnahmen durch Steuern und Gebühren bei weitem überschritten. Ich befürchte, im nächsten Jahr wird es das gleiche sein. Es tut mir leid, aber ich habe kein Geld. Keinen Goldesel hier, den man einfach nur den Eimer hinhalten muss. Der Tresor hat auch seine Grenzen und wenn sie so weitermachen, werden wir sie schnell erreichen. Reduzieren Sie die Ausgaben, erhöhen Sie die Steuern. Okay. Ungern, aber wenn es so sein muss, muss es wohl so sein. Ja. Und müssen wir halt das Wasser doch wieder runterdrehen. Und an allem mal ein bisschen sparen. Was will man machen? So wie es halt immer ist. Der nächste Straßenabschnitt, der überfüllt ist, ey. What the f... Der ist doch vollkommen okay. Hallo? Vollkommen okay. Was hat der? Der ist überfüllt, ja. Weil... Weil, keine Ahnung, warum denn jeder nutzt. Oh Mann, ey. Oh.
hier ist auch schon Stau ohne Ende. Das ist natürlich spitzenmäßig. Mann, ey. Das ist schon alles bebaut hier hinten. Willst du mich nicht verarschen? So, der Abschnitt ist auch furchtbar. Ja, weil sie alle so fahren wahrscheinlich. Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst, dass ihr hier jetzt abkürzt, oder? Wir müssen da noch ein ernstes Wörtlein miteinander reden. Das geht so gar nicht. Ja. Dann fällt da nämlich der Verkehr weg. Hier ist noch die absolute Hölle los. Dieser Abschnitt. Ja, und wie zum Teufel kriege ich den jetzt entlastet? Ist kein Geld. Bemühen Sie sich um neue Gelder. Boah, Alter. Ich habe hier nur noch Rot. Was soll ich denn da jetzt großartig machen? Das Einzige, was ich machen kann, ich kann das wieder zu so einer machen und das zu so einer. Was soll ich denn machen? Ja, jetzt wartest du erstmal und sagst mir immer noch, ob da so hohes Verkehrsaufkommen ist, aber ja. Nun gut, das war's auch schon wieder für diese Folge. Wir haben sehr viel Stress jetzt hier. Müssen wir gucken, dass wir ein bisschen Geld wieder in die Kasse reinbekommen. Ansonsten würden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch noch was. Macht's gut. Ciao.